Zu einem neuen Video. Nicht wundern, ich war vorhin noch Plasma spenden, deswegen habe ich die Binde noch dran. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe jetzt weiße Ansätze. Wir haben letztens Haare bei mir getönt und da war das eine spontane Idee. Meine Kollegin meinte, ey, weiße Ansätze könnten voll gut zu dem Blau aussehen. Und ich kenne es von Naomi John und ich finde es super geil. Die Zeit der Festivals ist wieder da, eigentlich schon seit einer Weile, aber mir ist diese Videoidee letztens eingefallen. Man findet so unglaublich viele Videos für Festival-Make-ups. Da dachte ich mir, mache ich auch mal sowas, aber in Metal-Version. Wer mich kennt und schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich jedes Jahr auf ein Metal-Festival gehe. Dieses Jahr steht wieder das Partisan an und da dachte ich, ich mach auch mal meinen typischen Festival-Look in Metal-Version. Denn auf einem Metal-Festival rennt man jetzt nicht unbedingt wie auf den anderen Festivals rum. Hier mit Glitzer überall und da ein paar Steinchen und da Fake-Lashes. Nein. Ich würde sagen, ich schmeiß mich erstmal in die passende Klamotte und dann geht's auch schon los. Ja, ich habe ein Bandshirt an von meiner Lieblingsband, das Sorte 4, und meine Kutte, die ich mir über die Jahre ein bisschen zusammengestickt habe. Da man beim Festival viel unterwegs ist und es sauwarm ist und die Sonne meistens durchweg runterballert und es kaum Schattenplätze gibt, möchte ich nicht zu viel auf mein Gesicht drauf machen. Aus dem Grund, weil ich das meiste sowieso oft wegschwitze. Heißt, Make-up lohnt sich eigentlich bei einem Festival nicht. Oftmals bin ich auf dem Festival auch einfach ungeschminkt, aber ich schmink mir schon gerne auf ein Festival, da fühle ich mich einfach ein bisschen zivilisierter. Ich möchte nicht tausende von Schichten auf mein Gesicht klatschen, möchte aber trotzdem, dass mein Make-up auch den ganzen Tag hält. Zumindest das, was ich letztendlich drauf mache. Deswegen mache ich nicht Primer und Foundation und Concealer, sondern ich mache es einfach ganz praktisch. Ich habe hier nämlich von Manhattan den Insta Tint and Prime Primer. Das ist einfach ein Primer, der macht, dass das restliche Make-up gut hält und der gleichzeitig ein bisschen getönt ist, weil dann kann man sich nämlich eine Schicht sparen, und zwar die Foundation. Das war ein bisschen viel. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, da ja so eine total krasse Sonneneinstrahlung auf dem ganzen Festival immer ist, benutzt auf jeden Fall eine Feuchtigkeitscreme und die muss auf jeden Fall einen Sonnenschutzfaktor haben. Ich habe hier meine von Yves Rocher, die hat Sonnenschutzfaktor 25. Mein Papa guckt Fußball. Der flippt einmal komplett aus. Das macht dezent zu viel. Oh mein Gott. Das ist nicht Medium. Das ist Negerium. Bitte versteht das nicht falsch. Ich bin nicht rassistisch. Ich mag einfach nur schwarzen Humor. Jetzt kommt Concealer. Concealer brauche ich immer. Und da nehme ich meinen heißgeliebten NYX Professional Make-up HD Studio Photogenic Concealer in der Farbe 02 Fair. So, damit mein Festivalschweiß nicht alles komplett wieder schmelzen lässt, probiere ich den ein bisschen entgegenzuwirken. Und zwar mit meinem Fixing Powder von Make-up Factory. So, und jetzt wird konturiert. Nehme ich meine NYX Contour Palette mit. Nasenkontur mache ich einfach auch mit dem großen Pinsel, weil ich da nicht extra den kleinen mitnehmen muss. Und ich glaube, auf einem Festival juckt das eh niemanden, wie meine Nase konturiert ist. So, mein Highlighter nehme ich auch gleich aus der Palette. Und das war es jetzt eigentlich auch schon von der Base her. Jetzt mache ich ganz normal, wie immer, meine Augenbrauen. Dann nehme ich wie immer meine NYX Tame & Frame Augenbrauenpomade und zeichne sie mir ganz normal nach. So weit, so gut. Jetzt gehen wir über zum Augen-Make-up. Ich nehme da, glaube ich, nur drei Sachen für mein Augen-Make-up. Zuerst nehme ich mir meinen matten schwarzen Lidschatten von Make-up Factory, weil ich meine, also schwarz, naja, man kann ja auch ein ganz natürliches Make-up in Newton machen. Nein, nein. Jetzt habe ich hier so einen einzelnen Lidschatten von Essence. Der ist schon so alt, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube nicht, auf keinen Fall. Den habe ich schon seit Jahren. Da tut es auch einfach, weil ich ein bisschen Setting Spray nehme, das auf den Pinsel sprühe,
dann in dieses Silber reingehe und es dann einfach auf mein Lid gebe. Um den Look meiner Haarfarbe noch ein bisschen anzupassen, habe ich hier noch einen Kajalstift von Make-Up Factory in einer wunderschönen blauen Farbe. Und den gebe ich unter meinen unteren Wimpernkranz und verblende den ein bisschen. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn ich Bock drauf habe, dann benutze ich auch noch Eyeliner. Und zwar nehme ich von Make-Up Factory meinen Liquid Eye Designer. Jetzt Mascara. Am besten ist die auch wasserfest, weil wie gesagt, wenn es halt warm ist, ne? Und meine einzige wasserfeste Mascara, die ich habe, ist von Catrice die Glam & Doll False Lashes Mascara in Waterproof. So, und an warmen Tagen wäre es das jetzt auch schon gewesen mit dem Make-up. Da würde ich bei den Lippen nur noch ein... Ich habe hier so ein Sonnenschutzlabello, das ist ziemlich cool. Den würde ich mir dann einfach nur auftragen an warmen, sonnigen Tagen. Aber es gibt ja nicht nur warme Tage auf Festivals. In ganz, ganz seltenen Fällen gibt es auch mal etwas kühlere Tage, wo es vielleicht ein bisschen regnet, wo jetzt nicht so krass die Sonne scheint, wo man einfach nicht so sehr schwitzt. Und in diesen Fällen trage ich auch gerne mal einen krassen Lippenstift. Und da trage ich zuerst meinen Beautifying Lip Primer von Make-Up Factory auf. Da habe ich jetzt zwei Varianten. Einmal mache ich zuerst den NYX Liquid Suede in der Farbe Stone Fox drauf. Und dann habe ich noch eine zweite Version und zwar mache ich da noch einen Topper drüber und zwar auch von NYX, ein Cosmic Metal. Und der ist in der Farbe 01 Galactic. Yeah, da hat es nochmal so einen metallischen Schimmer. Ja, und damit das Ganze auch den ganzen lieben Tag auf dem Festival hält, wie gesagt, die Lippen wirklich nur, wenn es nicht heiß ist, mache ich jetzt noch Setting Spray drauf und dann nehme ich wie immer mein NYX Matte Finish Setting Spray. Ja, das ist mein Go-To-Make-Up-Look für ein Metal-Festival. Ich hoffe, unter euch sind auch ein paar Metal-Festival-Gänger. Aber ich weiß ja, dass ein paar von euch mich eigentlich nur durch meine Festival-Vlogs kennen. Also viele wahrscheinlich, weil die werden tausendfach immer geklickt. Und auf dem Rockart letztes Jahr haben mich ja auch zwei meiner Abonnenten angesprochen, die mich nachts irgendwie noch erkannt haben, wie auch immer die das gemacht haben. Genau, und ich hoffe, euch hat dieses Video und das Make-up gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wieso zeige ich zwei, wenn ich einen sage? Und kommentiert, auf welches Festival ihr dieses Jahr so geht oder ob ihr schon auf dem Festival wart. Und genau, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann findet ihr jetzt hier mein letztes Video und hier mein vorletztes Video. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Montag wieder zu einem neuen Video. Ciao!